Bisher bei Transformers Rescue Bots. Es ist dein Team, Heatwave, und damit deine Entscheidung. Und ich habe entschieden. Blur muss gehen. Sieh einer an. Wir sind mal einer Meinung. Blur? Wo ist der hin? Blur, warte! Oh! Eingehender Notfallalarm. Wer ist da? Ich bin Ersis, dein empathisch reaktives Stimmeninteraktionssystem. Es gibt einen Notfall im Sigma-Starthangar. Soll ich den für dich auf dem Monitor abspielen? Nein, danke. Von jetzt an sind Erdprobleme nicht mehr meine Probleme. Ersis, alter Freund, wähle als Zielkoordinaten die Siliziumebenen auf Hydrus 4, wo die Rennen schnell sind, das Energon erstklassig und die Einheimischen nie gerettet werden müssen. Also lass mich das klarstellen. Wir wollen Blur tatsächlich finden? Er steht eigentlich unter Hausarrest, aber er tut ja nie das, was er soll. Der Kerl kann sich einfach nicht fügen. Vielleicht aufgrund der fehlenden Fugen? Servo kann seine Fährte nirgends aufnehmen. Vielleicht ist er nicht auf der Insel. Aber Blur hat mir gesagt, dass er sie nicht verlässt. Ja, er hat uns allen viel erzählt. Niemand hat ihn die Fähre nehmen sehen. Und von der Insel fliegen kann er ja nicht. Ah! Wow! Wie es aussieht, kann ich es auch nicht. Was war das? Ja! Ja! Doc hat verstärkte Sonneneruptionen festgestellt. Wenn die Strahlung unsere Atmosphäre erreicht, kann sie elektromagnetische Probleme verursachen. Ja! Was es auch ist, es beeinflusst auch Bots. Verzeihung, Chief. So etwas ist mir noch nie passiert. Und es ist mir etwas peinlich. Ist schon gut, Partner. Noch etwas, das wir im Auge behalten müssen. Cody, wurde Blur gesichtet oder gab es Stromstörungen? Cody? Wo könnte er sein? Hallo? Irgendjemand? Ich stecke hier unten fest. Oh nein. Vier Roboter auf einer Weltraumpatrouille gerieten in eine vertragte Bredouille. Sie wachten auf unserer Erde. Optimus Prime wollte, dass es so werde. Sie lernen, wie man Menschen beschützt. Alles zu tun, was allen hier nützt. Sie trotzen als Helden Wetter und Wind. Und kaum niemand weiß, wer sie wirklich sind. Rescue Bots helfen und retten. Sind wir von Not und Gefahr bedroht. Rescue Bots helfen und retten. Ein neuer Held. Hey, kann mich irgendjemand hören? Warte, ich weiß, wer es kann. Servo? Was ist denn los? Vielleicht will er, dass wir ihm folgen. Leute, loggt euch in Boulders GPS ein und folgt uns. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, Servo hat eine Fährte aufgenommen. Was ist denn, Servo? Ist Blur zurückgekommen? Aber hier ist doch nichts. Vielleicht nicht hier oben. Doch wie sieht's da unten aus? Leute, ich komme hier nicht raus! Halt durch, Cody! Schnell, Dad, das Gerüst wird gleich umfallen! Ich mach das! Dank bist du raus da. Was ist passiert? Wie bist du da reingekommen? Und da wir gerade Fragen stellen, wo ist unser Raumschiff? Oh.
Und dann ist Blur einfach mit der Sigma verschwunden und ich war eingesperrt. Schwerer Diebstahl, Gefährdung eines Minderjährigen und sicher nicht mal angeschnallt, bevor er abflog. Er ist rücksichtslos. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis jemand ernsthaft verletzt wird. Ich habe gehofft, etwas mehr Zeit mit uns würde ihn verändern. Hat es ja schon. Er hat sich abgewandt und ist weg von der Erde. Graham und ich konnten nicht mal unsere Upgrades an der Sigma beenden. Ihr hättet zuerst die Elektrizität upgraden sollen. Noch eine Sonneneruption. Außer Blur hat den Sicherungskasten gestohlen. Hey, sie ist positiv. Wir sind ihn endlich los, Mister. Schau mich an, ich bin so toll. Ach, ich kann solche Kerle einfach nicht leiden. Was? Danke für das Status-Update, Heatwave. Ich versuche, euer Schiff zu lokalisieren und es zurückzubringen. Wenn Blur damit nicht schon gegen einen Asteroiden geflogen ist. Ich bin sehr enttäuscht, dass Blur nicht gelernt hat, ein Teamplayer zu werden. Aber wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben, dass er es eines Tages lernen wird. Er kümmert sich nur um sich selbst. Ich glaube nicht, dass sich das je ändern wird. Kann ich hier drin mal etwas Ruhe und Frieden haben? Das Piepen signalisiert weitere eingehende Alarme. Soll ich zu einer visuellen Anzeige wechseln? Ha, na klar, wenn's dann ruhig ist. Cody? Mein Empathiesensor erkennt in deinem Lautmuster Sorge. Soll ich die Koordinaten für die Rückkehr zur Erde eingeben? Wieso musste sich der Kleine in Schwierigkeiten bringen? Eingehendes Update. Cody wurde erfolgreich vom Rettungsteam herausgezogen. Deine Hilfe wurde also nicht benötigt. Kann ja sein, aber trotzdem. Ach, ist gut, dass ich nicht zurück bin. Noch was Heatwave mir in die Frontscheibe gerieben hätte. Ich zeige 5 ungelesene Nachrichten von Optimus Prime. Und ich sollte dich warnen vor... Hey, wer hat das Licht ausgemacht? Habt ihr das auch gespürt? Als würde sich mein Inneres nach außen stülpen. Aha. So etwas habe ich bisher nur einmal gespürt. Vor langer Zeit. Der Ersatzgenerator springt nicht an. Was ist nur los hier? Basierend auf den Sonneneruptionen, die wir vor kurzem erlebt haben, würde ich sagen ein KMA. Das steht für koronaler Massenauswurf. So eine Art Super-Sonneneruption. Viel gewaltiger als die wir vorhin gespürt haben. Sie stört die elektrischen Systeme. Und verursacht geomagnetische Stürme, die alles beeinträchtigen, von Funksignalen bis zu Satelliten im Orbit. Also, sie schalten den Strom ab. Wieso kannst du das nicht einfach sagen? Chase, hörst du mich? Es betrifft auch die Kommunikatoren. Wir fahren sofort in die Stadt und sehen, ob es da Probleme gibt. Geht es euch gut? Unsere Biomechanik wurde von dem KMA heftig durchgerüttelt. Der Effekt lässt langsam nach. Aber einige unserer unwichtigen Systeme sind noch aus. Sirenen, Scheinwerfer. Das heißt, wir sind ohne Funk und im Dunkeln. Also, lasst uns besonders vorsichtig sein. Dad, können Salvage und ich auch mitkommen? Es ist doch sinnlos, hier auf leere Bildschirme zu starren. Na gut. Pass auf ihn auf, Salvage. Chase und ich fahren raus zum Dock und sehen nach, was er darüber weiß. Alle anderen, verteilt euch und patrouilliert die Insel. Ja. Rescue-Bots, ausrücken zum Einsatz. Du willst, dass ich fliege? Ohne Licht? Ohne Navigation? In meiner geschwächten Verfassung? Oh, ist okay. Wenn du zu schwach bist, übernehme ich das Steuer. Ich wollte schon lange einen dreifachen Rückwärtssalto probieren, also... Ich fühle mich schon besser. Energon-Level ist gleich wieder normal. Und ich gebe im Nu wieder Vollgas. Oh, oh. Ich wünschte, dem Flugzeug ging es auch so. Es stürzt ab. Der KMA hat wohl sein Navigationssystem deaktiviert. Wir müssen ihm helfen zu landen. Er muss uns sehen. Funktionieren deine Scheinwerfer wieder? Nein, meine Elektrik ist immer noch gestört. Ich krieg seine Aufmerksamkeit. Hab ich je erwähnt, dass mir beim Rückwärtsfliegen schlecht wird? Denk einfach immer an einen schönen, sicheren Boden.
haben keinen Strom! Es treibt allein, ich kann es nicht kontrollieren! Ich habe heute Morgen meine Seilsammlung sortiert. 25 Meter verstärktes Nylon. Bereit machen, Captain! Boulders Vermutung ist korrekt. Das Phänomen war tatsächlich ein KMA. Der Effekt scheint jetzt nachzulassen. Aber wann wir wieder Strom haben werden, lässt sich sehr schwer sagen, wenn man nur einen Taschenrechner hat. Vor allem, wenn der über eine Kartoffelbatterie läuft. Das funktioniert noch besser mit einer Idaho-Kartoffel. Mehr Stärke. Aber die hatte ich zum Mittagessen. Sind meine Berechnungen abgeschlossen, checke ich den Verlauf des KMA auf meinem Teleskop gegen. Und dann können wir aus der Batterie Pommes frites machen. Was muss ich denn noch tun, um von dieser Schlammkugel wegzukommen? Im Falle von Energieverlust den Neustarthebel betätigen. Schon wieder das Piepen. Dass dich vor einem nicht identifizierten Objekt warnen soll, das sich rasant deiner Flugbahn nähert. Wow! Das Objekt wurde jetzt als Funksatellit identifiziert. Der Aufprall steht bevor. Erzähl mir was ich noch nicht weiß. In Ordnung. Du hast jetzt 10 ungelesene Nachrichten von Optimus Prime. Vergiss es! Starte das Ausweichmanöver! Jetzt! Was jetzt? Der Satellit wurde von einem koronalen Massenauswurf ausgeschaltet. Er fällt nun aus dem Orbit. Und zwar in einer Flugbahnrichtung Griffin Rock, Maine. Was? Griffin Rock, Maine. Aber er verbrennt vor dem Aufprall, oder? Ein Großteil wird beim Wiedereintritt zerstört. Aber einige Trümmer werden auf die Insel stürzen. Geschätzte Zeit bis zum Aufprall. 30 Minuten, oh Mann! Bis der Strom wieder da ist? Das ist gar nicht so schlecht. Nein, so lange dauert es noch, bis dieser Satellit auf Griffin Rock niederstürzt. Was? Doc, können wir die Schutzkuppel der Insel aktivieren? Nicht ohne eine einzige Energiequelle. Es scheint, als würde wieder etwas Strom zur Verfügung stehen. Aber nicht lange genug, um die Kuppel zu aktivieren. Mein Kommunikator funktioniert aber. Ich alarmiere das Team. Hör zu, wir haben ein Problem. Ein Satellit könnte direkt auf Griffin Rock stürzen. Dann fliegen wir mit der Sigma. Oh, richtig. Blur hat uns nicht einfach nur verlassen. Er hat uns richtig im Stich gelassen. Schuldzuweisung später. Jetzt müssen wir erstmal alle in Sicherheit bringen. Achtung, Bürger! Bitte begeben Sie sich in die Untergrundschutzräume. Das ist keine Übung. Salvage, sollten wir nicht helfen? Ich helfe doch. Wenn ich das Signal unserer Kommunikatoren verstärke, kann ich Blur vielleicht eine Nachricht senden. Wozu soll das gut sein? Blur hat deutlich gezeigt, dass er kein Interesse hat, uns zu helfen. Ich weiß, alle anderen haben Blur aufgegeben, aber du kennst mich. Mit etwas Geduld und ein wenig Bastelei gebe ich Ding gern eine zweite Chance. Oder in Blurs Fall auch eine 7. oder 8. Siehst du? Du hast ihn auch noch nicht aufgegeben. Hier. Dieser Funksender spürt cybertronische Funksequenzen auf. Aber auf einer Anhöhe würde er besser funktionieren. Wie wär's mit Docs Labor? Er sitzt. Wie sieht's aus in Griffin Rock? Keine neuen Updates. Die Signale dort sind zu schwach geworden, um bis ins All vorzudringen. Die anderen Bots schaffen das schon. Der Satellit war nicht meine Schuld, also ist das nicht mein Problem, richtig? Ich bin nicht programmiert, Urteile abzugeben. Ich entscheide anhand verfügbarer Optionen, basierend auf dem empathischen Input. Aber der derzeitige Status deiner Gefühle ist unklar. Soll ich weiter Kurs auf Hydrus 4 halten? Sir, soll ich den Kurs beibehalten? Sir, soll ich den Kurs beibehalten? Ach, vergiss es. Es ist Ihr Problem. Ja, Kurs beibehalten. Sie wären aber sicher überrascht, wenn ich käme, um sie alle zu retten. Außer der Kleine.
Der wäre gar nicht überrascht. Okay, aber ich gebe dich noch nicht auf. Eines Tages, wenn der Zeitpunkt da ist, wirst du das Richtige tun. Ach, wem mache ich was vor? Auch wenn ich wollte, ich könnte nichts tun, um zu helfen. Obwohl? Nur mal so aus Interesse, wenn ich umkehren würde. Hat das Schiff eine Laserkanone? Bestätige. Boulder und Graham haben kürzlich eine neue eingebaut. Alles klar. Ich kann nicht glauben, was ich jetzt gleich sagen werde, aber... Kein Problem, Sir. Ich habe verstanden. Kurs umkehren. Richtung Erde. Wir werden diesen Satelliten jagen und ihn pulverisieren. Bitte gehen Sie weiter in den Schutzraum in einer Reihe und zügig nacheinander. Laser ausrichten. Und Feuer! Ich sagte Feuer! Wieso funktioniert das nicht? Boulder und Graham müssen die neue Laserkanone noch voll funktionsfähig machen. Und wieso hast du mir das nicht gleich gesagt? Die Frage war, ob das Schiff mit einer Laserkanone ausgestattet ist, nicht ob sie funktioniert. Wieso sind immer alle gegen mich? Ich habe keine internen Daten, um das zu beantworten. Soll ich im Internet suchen? Selbst wenn ich das Richtige tun will, vermassel ich es. Was soll ich jetzt machen? Als erstes, hör auf, dich selbst zu bemitleiden. Salvage? Blur, halte durch, wir helfen dir. Ich verbinde dich mit den anderen. Hey, Leute. Na, wenn das nicht unser Held ist. Du hast wirklich Nerven, Blur. Diese Frequenz ist nur für das Rettungspersonal. Also, was ist dein Anliegen, Blur? Hör zu, ich muss wissen, wie ich die Laserkanone der Sigma aktiviere. Oh, wieso? Kommst du zurück und schießt auf uns zusätzlich zu allem anderen? Okay, ich weiß, ich habe das verdient. Ich muss für vieles gerade stehen, aber jetzt muss ich mich um diesen Satelliten kümmern. Oh, warte. Blur hilft? Stehst du am Kontrollpult? Da ist eine Platte mit einem Schiebeknopf und einem Überbrückungsschalter. Aber wir konnten das Upgrade nicht beenden, also arbeitet der Laser nur mit 10% seiner Kapazität. Na gut, dann muss ich eben 10-mal dichter ranfliegen. Damit wärst du genau in der Trümmerzone des explodierenden Satelliten. Das Schiff könnte zerstört werden. Und du auch. Tja, so muss ich nicht zurückkommen und mich Heatwave stellen. Blur, du musst das nicht tun. Vielleicht finden wir eine andere Lösung. Sorry, Heatwave. Kann dich nicht hören. Signal bricht ab. Sekunden bis zum Satellitenaufprall. Blur, du schaffst das. 5 Sekunden bis zum Aufprall. 4, 3, 2. Hervorragend. Hey, du Schlaumeier! Hast es geschafft! Blur? Die Sigma ist weg. Armer Blur. Also, er war jetzt nicht der netteste Kerl, aber das hat er nicht verdient. Oh, ich habe mich in Blur getäuscht. Er hat sich für das Team geopfert. Er hat den Eid der Rescue-Bots erfüllt, zu dienen, zu retten und zu beschützen. Eine Sache noch. Wie schaltet man diesen Tarnmodus aus? Ich glaube, die Explosion hat ihn aktiviert. Blur? Oh, wartet. Vergesst es. Ich hab's schon. Ich weiß nicht, ob ich dich umarmen oder anschreien soll. Gibt's eine dritte Option? Ja, das Militärgericht für schweren Raumschiffdiebstahl. Hey, hätte ich das Schiff nicht genommen, wäre keiner von euch mehr hier. Fühlt sich gut an zu helfen, oder? Ich bin nicht sicher. Hab's noch nie gemacht. Wenn es das ist, was ich jetzt fühle, ist das nicht übel. Du gewöhnst dich dran. Also, denkt ihr, ich habe hier noch eine weitere Chance verdient? Ja. Ja, hast du. Ich stimme zu. Aber ich habe andere Pläne für Blur als auch für Salvage. Ich habe gerade erfahren, was geschehen ist. Ich bin stolz auf euch beide. Wie ich sagte, ein Rescue-Bot zu sein ist kein Schicksal, es ist eine Wahl.
Ich bin froh, dass ihr eure getroffen habt. Heatwave, du und dein Team, ihr habt die neuen Rekruten gut trainiert. Salvage und Blur haben bewiesen, dass sie bereit sind, als Rescue-Bots zu dienen, jedoch an einem anderen Ort auf der Erde. Das habe ich nicht kommen sehen. Also, ich schätze, dann heißt das Lebewohl. Ihr zwei Anfänger kommt nicht so leicht davon. Ich werde mich bei euch melden wegen eines zusätzlichen Ferntrainings. Wow, mit mir stimmt wohl etwas nicht, denn ich freue mich sogar darauf. Gute Nachricht, Chief. Der Effekt des KMA ist vollkommen abgeklungen. Das Stromkraftwerk ist gleich wieder betriebsbereit. Wir fingen gerade an, uns an euch zu gewöhnen. Wir müssen dahin, wo wir gebraucht werden. Wir sind Rescue-Bots. Und Cody, danke, dass du mir dabei geholfen hast.